Als Ritter wird man nicht geboren, zum Ritter wird man gemacht, und zwar durch hartes Training. Im Alter von etwa 7 Jahren beginnt der Sohn eines Adligen seine Ausbildung, als Page. Fern der Familie, auf einer Ritterburg, lernt er sein neues Leben kennen. Die Kindheit ist früh vorbei. Es kann über 10 Jahre dauern, bis er als fertiger Ritter die Burg wieder verlässt. Zuvor erlernt er nicht nur das Kämpfen. Auch die höfische Bildung steht auf dem Lehrplan. Vielen wird Lesen und Schreiben beigebracht. Einige lernen auch fremde Sprachen wie Latein oder Französisch. Schach zu spielen gilt als besonders kultiviert. Außerdem schult es das strategische Denken. Tanzen und Musizieren runden die höfischen Fähigkeiten des jungen Adligen ab. Doch über allem steht das harte Waffentraining mit Lanze, Bogen und Schwert. Trainiert wird erst mit stumpfen, später mit scharfen Waffen. Es geht um die richtige Schlagtechnik. Nicht alles gelingt auf Anhieb. Von oben. Ein ganz bisschen höher. Es ist wichtig, dass du ganz genau zielst. Ja, spätestens mit 14 Jahren wird der Page zum Knappen. Er perfektioniert seine Reittechnik und begleitet seinen Herrn zur Falkenjagd.